So. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polaris mit einem neuen Livestream für euch heute, Leute. Und zwar ist heute auch noch ein Menschlein mit dabei. Ja. Wir zocken heute wieder ganz entspannt etwas Fortnite Duo an der Stelle. Auf ganz entspannte Basis. Für Leute, die mich fragen, hey Polaris, warum bist du heute nicht im Cup? Glaubt mir, Leute, dafür wird der Content morgen kommen. Entweder morgen oder heute Nacht noch, weiß ich noch nicht. Aber zu der Thematik. Keiner von meinen Zuschauern sollte mich auf Englisch oder auf Deutsch in den Kommentaren, weder auf Twitch, also im Chat hier, oder in YouTube in den Kommentaren anschreiben. Weil solche Kommentare werden von mir direkt vom Kanal ausgeblendet. Oder werden halt direkt gelöscht. Selber schuld. Weil ich mag sowas nicht, wenn man mich mit meinem realen Namen anspricht und noch dazu braucht es nicht jeder zu wissen. Aber nicht jeder will sich dann halten. Deswegen, denjenigen, die das auf jeden Fall gemacht haben, seid ihr tatsächlich selber schuld dran. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Erstens mal, es ist kein Hate gegenüber den Zuschauern und gegenüber dem Streamer. Quasi gegenüber zu machen. Erstens das. Zweitens habe ich gesagt, dass Hate-Kommentare oder beleidigende Kommentare gegenüber quasi meinen Zuschauern oder mir nach dem zweiten Mal direkt raus sind. Das habe ich auch des Öfteren schon gesagt. Und noch dazu braucht mich nicht jeder mit meinem realen Namen ansprechen. Weil wenn mich jemand Lil Polaris nennt, ist es okay. Vielleicht, wenn man sich privat kennt und so weiter, kann der mich auch mit meinem ganz normalen Namen anschwätzen. Das ist okay. Aber ich möchte das allgemein nicht, dass es hier quasi in den Kommentaren der Fall ist. Weil ich mag sowas ehrlich nicht. Und wenn ich das nicht will, dann muss man das auch respektieren. Der eine Dude, der das da auf Englisch reingeschrieben hat, ich weiß gar nicht, woher er mich kennt oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall ist der daran halt selber schuld. Ich habe sein Dings, halt seinen Kommentar vom Kanal ausgeblendet auf jeden Fall. Und noch dazu habe ich den gar nicht zugelassen, weil der war eh noch auf Ausstehend. Weil ich habe da keinen Bock drauf, aber YouTube hat das auch für sich selber entschieden, dass der auf Ausstehend geht und so weiter. Finde ich mehr als fair, weil ich habe keinesfalls gesagt, dass man mich mit meinem ganz normalen Namen irgendwie in den Kommentaren anschreiben sollte oder sonst was. Habe ich nicht gesagt. Und außerdem, ja, mag ich das, wie schon gesagt, nicht. Wer sich nicht dran halten kann. Oh Gott. Einer down. Alter. Ich weiß, dass er ist. Und weg, du Schmutzfink. Beide down. Och nee, oder? Ja, ich hab's schon gemerkt. Wie kann ich ganz normal healen, ohne dass jetzt was passiert? Hier, pass auf, da ist noch wahrscheinlich irgendwo einer. Guck mal, Biggie, sicherheitshalber. Aber ja, die Leute wissen Bescheid, also... Ey, nicht schon wieder! Ich weiß, wo die Person ist. Wo? Hier! Fast down.
Jetzt steht er irgendwo wieder im Dingsfeld, oder was? Könnte ich mir denken. Jetzt steht er irgendwo im Feld und man findet ihn wieder nicht. Ich hab Shit-Sprinkler gefunden. Und down. Ja, Aria, hör's mal auf! Alter! Jetzt gibt's erstmal fette Nackenschelle gleich. Heieiei. Hey. Achso, das mach ich nicht. Auch wenn es gerne ziehen würde, aber. Na, geht nicht. Ah, danke schön. Das sieht übrigens noch zu nett, auch wenn ich darf. Oh, ich dachte gerade schon, ey. Hier wird schön. Ah, nee, danke, Spiel ist nicht. Okay. Dann halt nicht. Der E11-Plus ist wohl nicht gut genug für dich. Ey! Ja, mach halt einen Verkaufsautomat kaputt, warum nicht? Was hat die? Hat ja auch nur Gefühle. Nein. Nee, Leute, aber wie schon gesagt, jetzt mal no real, no fame. Ich werde es natürlich nachher nochmal ansprechen, auch für neue Zuschauer. Ich mag das halt einfach nicht und der Typ da, der hat halt vielleicht mal random meinen Namen gehört oder so, oder hat sich den halt mal vielleicht woanders angesehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer der mich kennt. Aber nö, ich habe den dann halt daraufhin halt einfach von meinen Kommentaren jetzt ausgeblendet, weil ich das nicht möchte. Und ja, noch dazu habe ich halt den anderen auch direkt gemeldet, weil der mich halt beleidigt hat. Selber schuld. Selber schuld. Weil ich lasse sowas halt auch nicht gerne auf mir sitzen und Leute, die halt sowas machen, die sind dann selber schuld. Weil ich habe schon des Öfteren gesagt, ich denke, Leute, die sowas halt machen, die kriegen dann halt ihr Fett weg. Das ist halt so. Ich wollte gerade sagen, es gibt die Zelte wieder, dabei war es einfach nur so ein Bounce-Pad oder der Hinweis. Hast schon gerade gedacht, du hättest was Krasses gefunden, oder? Ja. Wieder ein schönes Zelt, die Zelt. Nein. Haben will. Ja. Habe will. Nee, Leute. Nein. Nee, Leute, aber respektiert das halt einfach bitte. Also respektiert das halt an der Stelle einfach. Unterlasst am besten erstens mal auf YouTube solche Kommentare, beleidigende Kommentare, hatende Kommentare oder halt Kommentare, was meine Person angeht und so weiter, weil man muss nicht alles von sich im Internet preisgeben und so weiter. Das ist halt einfach wirklich so. Es ist halt auch mal, es ist halt einfach besser, wenn manche Sachen halt einfach quasi privat bleiben. Ja, privat bleiben und man die Sache halt auf sich beruhen lässt und so weiter, weil ich schwör's euch, ich könnte tausende Leute fragen und so weiter, ob die mir jetzt wirklich ihren Namen mit Adresse und alles geben würden. Die würden das nicht machen. Weil, ganz ehrlich, keiner ist so wahnsinnig und macht sowas. Aus gutem Grunde. Privatsphäre. Weil du willst nicht die ganze Zeit von Leuten belästigt werden und so weiter. Und das Ding ist halt, es ist nicht böse gemeint, auch nicht an meine Zuschauer, weder auf YouTube noch auf Twitch. Aber das Ding ist halt, eine gewisse Privatsphäre muss halt auch, ja, beibehalten sein und alles, weil du kannst nicht die ganze Zeit, oder die Leute können nicht die ganze Zeit erwarten, dass man sich öffentlich zeigt und halt auch noch dazu, die ganze Zeit nach deren ihrer Pfeife tanzt, weil das Ding ist, wir haben ein gewisses System. Und daran soll sich auch jeder halten. Alles andere wäre halt einfach schon korrupt und halt auch in einem gewissen Maß, ja, nicht mehr in Ordnung. Ah, Gegner bei mir. Könnte man auch schon als Mobbing oder strafbar ansehen. Wenn man die Privatsphäre einer Person nicht quasi nicht beachtet und sich nicht daran halten kann. Privatsphäre einer anderen Person zu achten, ganz einfach geschickt. Der ist so low. Der war low. Beide down. Was los? Ja. Ich
beide down. Let's go. Here we go again. Was will die? Lecker Schmecker. Du wurdest gerade, glaube ich, angeschossen, kann das sein? Mit einem E11 Blaster? Ja, genau. Wurdest du ja auch. Ich weiß, wie das sein muss. 5 Kills, let's go. Ich gehe mich da mal kurz mit einem kleines Gegnerproblem kümmern. Ich komme mal mit, nicht dass noch was passiert. Ja, das ist schon so voll. By the way. Also ein chaotischen Neufen. Ja, ist so ein Bot. Und tschüss. Wieder schauen und reingehauen. Und noch einer down. Ah ja, 7 Kills. Gönnung. Ja, 0 Kills. Ist so richtig Kill-Stealer hier geworden. No way. Es tut mir doch leid. Schon wieder. Den treffe ich safe nicht von hier, oder? Warum auch? Was mache ich hier eigentlich? Ach man, jetzt fühle ich mich ganz schuldig, weil ich immer die ganze Zeit Kills klaue. Mann. 9 Kills. Ja, ich gönn mir ja nur den ganzen Loot, ne? Ja, okay, dann kriegst du den ganzen Loot und ich krieg halt einfach die Kills, ist fair. Das ist geil. Aber Leute, bitte beachtet das halt einfach und so weiter. Ich sag's ja immer schon, die Leute sollten halt besser überlegen, was sie machen, weil es ist halt immer traurig, wenn ich halt dann jemanden aus dem Kanal, vom Kanal ausschließen muss oder ihn quasi seine Kommentare auch löschen muss und so weiter und den halt auch gegebenenfalls im schlimmsten Fall sogar noch melden muss. Das war einer. Oh, let's go. Das war bei diesem Fake Dennis der Fall gewesen. Den habe ich zum Beispiel. Oh, let's go. Den habe ich zum Beispiel gemeldet. Der war dann halt mal schnell weg vom Fenster. Ne? Wisst ihr Bescheid? Oha. Ach komm, das sind doch schon wieder Schwitzer. Wir sind doch schon wieder Schwitzer. Ganzkörperkondom und das ist wieder so ein komischer Fake-No-Skin. Ich dreh durch. Ich werde Fake-No-Skins niemals lieben lernen. Weil sie schlimm sind. Schlimm. Leute, aber merkt euch auch eine Sache, das ist nicht, weil ich irgendjemanden haten will, weil ich jetzt sage, okay, ja, jeder Zuschauer von Nein. mir... Oh, da lag ein Klapper. Schade. Schade, gehen wir eine neue Runde. Würde ich sagen. Das ist nicht, weil ich irgendjemanden haten will oder so. Oder quasi... jemanden böse sein will. Ich will halt einfach nur, dass man meine Privatsphäre achtet und halt mich nicht ständig mit irgendwelchen Kommentaren zu spammt und so weiter. Ja, und halt dieses ständige Beleidigen, Haten, was weiß ich, um die Privatsphäre von einer Person nicht achten und so weiter. Das finde ich halt wirklich schlimm, weil es muss nicht alles im Internet von einer Person preisgegeben werden, weil so verliert sie quasi, ja, ihre Privatsphäre und das ist halt sehr schlimm. Und das kann sogar, wenn jemand sowas veröffentlichen sollte, strafbar sein. Weil das ist erstens mal ein Eingriff in die Menschenrechte, weil du hast ja auch natürlich als Mensch das Recht, dass du Privatsphäre kriegst und alles, unter anderem. Und noch dazu ist es strafbar, jemanden
quasi seine Adresse oder noch die ganzen Sachen von einer Person zu verraten. Sowas ist strafbar. Und natürlich kann ich dann halt auch damit nötige Schritte einleiten, wenn es dann sein muss. Also lieber lässt man sowas einfach auf sich beruhen, gibt der Person ihre Privatsphäre und macht hier kein Hate und so weiter, beleidigt nicht alles. Und man kann ganz normal miteinander leben. Oder man macht sowas, wie dieser Bro-Focher, wie dieser Fake-Dennis oder die anderen beiden. Der eine beleidigt, der andere tut direkt bei den Namen in die Kommentare reinschreiben und so weiter. Und ja, halt beide weg vom Fenster, beide vom Kanal ausgeblendet und beziehungsweise Kommentar vom Kanal ausgeblendet und noch dazu gemeldet. Selber schuld. Kann ich nur so sagen. Beziehungsweise den einen habe ich nicht gemeldet, da habe ich nur den Kommentar ausgeblendet, aber bei dem anderen halt. Da habe ich es halt gemacht, weil der ist mir schon wirklich zu weit gegangen an der Stelle. Und der eine halt, da nicht die Privatsphäre von mir zu achten, ist es auch schon wieder so ein Punkt. Das kann ich einfach nicht missbedingen. Ach, Mann, ja. So, jetzt ist es für dich hier mal Feierabend. Scheißkin, ey. Ja. Aber wenn solche Menschen sowas nicht beachten können, also da, das finde ich schon wirklich traurig. Und ich finde es auch wirklich schlimm, muss ich leider sagen. Ach ja, by the way, ich habe wieder diese komischen Realitätssätze in Pflanzen gefunden, ne? Die habe ich schon länger gefunden. Hättest du mal mit mir geredet. Ich habe nämlich genau gewusst, wo die sind. Ja. Nein. Aber das ist der Dings, das ist der Punkt, worauf ich halt einfach hinaus will. Wer sowas halt einfach nicht beachten kann und dann halt so einen Müll machen muss, also dann hört's auf bei mir. Nein! Ach, Manu. Ich komme gleich. Warum schmiert jetzt schon wieder mein Fortnite ab? Was soll das schon wieder? Das Fortnite mag das. Oh, nee, oder? Nicht schon wieder ein Fake-Muskeln, Alter. Ah, nein, ich bin wahrscheinlich gleich wieder da. Ja. Ich kotz. Fortnite mag mich wieder nicht. Nein. Nein.